Der ein oder andere kennt das vielleicht. Jahrelang hat man auf der Arbeit sein Bestes gegeben. Man hat sich hochgearbeitet und versucht, die Aufgaben des Chefs bestens umzusetzen. Es vergehen Jahre. Jahre, in denen man immer alles erledigt hat. Aufgrund der Qualifikation, die man in dem Beruf mitbrachte, hat man einen höheren Rang vom Chef bekommen. Diese Person hat etwas geschafft. Sie hat das Vertrauen des Chefs gewonnen. Nun kommt aber ein besonderer Auftrag in die Firma. Der Chef muss den Besten der Besten dafür aussuchen, damit dieser Auftrag perfekt umgesetzt werden kann. Klar denkt sich die Person, die so viel für die Firma gegeben hat, er wird mich dafür auswählen. Mich allein, denn ich bin der Beste hier. Doch der Chef entscheidet sich für eine andere Person. Der Schock sitzt tief. Nein, es kommt noch schlimmer. Der Boss ordnet an, dass man sich dieser Person unterordnen soll. Wieso, denkt man sich? Ich bin besser als er. Ich habe diese und jene Qualifikation. Ich habe mein Leben dieser Firma gewidmet, habe gearbeitet so gut wie ich konnte. Und nun das. Man ist wütend. Hochmut und Arroganz gewinnen die Oberhand über einen. Aus Frust möchte man am liebsten das ganze Projekt boykottieren. Noch schlimmer, man widerspricht dem Boss und verweigert die Zusammenarbeit. Man würde seinen Job riskieren. Genau sowas widerfuhr einem Geschöpf bereits. Es war jemand, der sich für besser hielt als alle anderen Geschöpfe. Die Rede ist von niemand anderen als Iblis, dem Shaitan. Und es begann damit, dass er sich dachte, ich bin besser, bin jemand gewesen, stärker und ehrfürchtiger. Ich habe keinen Punkt in diesem großen, weiten Universum ausgelassen, um Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. So bekam ich die Ehre, auf den höchsten Ebenen mit den Engeln zu sein. Habe den Auftrag bekommen, die Dschinn, die Unheil auf der Erde stifteten, zusammen mit den Engeln zu bekämpfen, weil sie Allah subhanahu wa ta'ala ungehorsam waren. Ich, der aus Feuer erschaffen wurde, ein edles Element. Ich war ein wahrhaftiger Diener, Eigenschaften, die kein anderes Geschöpf besaß. Keiner konnte mich übertreffen, denn mein Status bei Allah subhanahu wa ta'ala war hoch. Und als die Dschinn auf der Erde vernichtet waren, sprach Allah subhanahu wa ta'ala, wahrlich, ich werde auf der Erde einen Nachfolger einsetzen. Wen würde Allah subhanahu wa ta'ala als Nachfolger einsetzen? Natürlich mich. Mich, den Besten unter allen. Ein würdiger Nachfolger. Wer sonst würde würdig genug sein, ein Nachfolger auf Erden zu sein? Doch ich sah, wie Allah subhanahu wa ta'ala Engel auf die Erde entsandte, um aus ihr verschiedene Erdsorten zu holen. Rote, weiße, braune und schwarze Erde. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala vor? Er subhanahu wa ta'ala erschuf ein neues Geschöpf. Ein Wesen aus Lehm. Allah subhanahu wa ta'ala ließ dich, o Adam, 40 Tage stehen, bis du Ton wurdest. Und oft ging ich an dir vorbei. Mir war klar, du wurdest für einen großen Zweck erschaffen. So sprach Allah subhanahu wa ta'ala zu den Engeln. Ich werde ein menschliches Wesen aus Lehm erschaffen. Wenn ich es zurechtgeformt habe und ihm meinen Geist eingehaucht habe, dann fallt und werft euch vor ihm nieder. Die Engel standen aufgereiht. Und nachdem Allah dir die Seele eingehaucht hat, befahl er subhanahu wa ta'ala, uns vor dir niederzuwerfen. Die Engel taten dies, wie es ihnen befohlen wurde. Doch ich etwa auch, wie könnte ich sowas tun? Ich bin aus Feuer erschaffen und du nur aus Lehm. Niemals würde ich so etwas tun. Niemals. Allah subhanahu wa ta'ala sprach zu mir, O Iblis, was ist mit dir, dass du nicht mit denen bist, die sich niederwerfen? Ich antwortete, ich kann mich unmöglich vor einem menschlichen Wesen niederwerfen, das du aus trockenem Ton, aus fauligem schwarzen Schlamm erschaffen hast. Dann passierte es. Allah subhanahu wa ta'ala sein Urteil. Dann gehe aus ihm heraus, denn du bist der Steinigung würdig und auf dir liegt der Fluch bis zum Tage des Gerichts. Ich war wütend. Ich kochte und war außer mir. O Sohn Adams, ich werde alles dafür tun, um zu beweisen, dass du es nicht würdig bist, mich vor dir niederzuwerfen. Ich werde Allah subhanahu wa ta'ala beweisen, dass du es nicht wert bist, geehrt zu werden. Da bat ich Allah subhanahu wa ta'ala, mein Herr, so gewähre mir Aufschub bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala gab mir diesen Aufschub. Nun, da ich diesen Aufschub gewährt bekommen habe, werde ich alles daran setzen, dich undankbaren Diener in die Irre zu führen. Ich werde alles daran setzen, dich vom Gedenken Allahs zu entfernen.
eine Illusion in deinen Gedanken festigen. Deinetwegen bin ich zum Abtrünnigen geworden und ich werde dich abtrünnig machen. Mit deinem Urvater Adam hatte ich angefangen und mit seinem Nachkommen werde ich das beenden. Ich werde dir die Welt ausschmücken, dich durch Reichtum ablenken, dir das diesseitige Leben versüßen. Eine Fata Morgana, die du niemals erreichen wirst. Das Wertvollste, was du besitzt, werde ich dir versuchen zu nehmen. Deinen Iman an Allah subhanahu wa ta'ala stehlen. Dich glauben lassen, dass es die Abrechnung nicht geben wird. Ich versprach Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich dich aus allen vier Richtungen angreifen werde. Ich lauere dir auf den geraden Weg auf und werde dir Fallen stellen. Ich sagte zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann will ich über sie von vorne und von hinten kommen, von rechts und von links, und du wirst die Mehrzahl von ihnen nicht dankbar finden. Und obwohl dich Allah subhanahu wa ta'ala vor mir warnt, so wirst du dennoch deine Sünden begehen. Also nimm dich in Acht vor mir, denn ich bin geduldig. Bist du es auch? Ich werde alles daran tun, Allah subhanahu wa ta'ala zu beweisen, dass du ein undankbares Geschöpf bist. Alles. Und an Yawm al-Qiyamah werde ich sagen, Herr, ich habe keine Macht über ihn gehabt. Ich habe ihn nur eingeflüstert.